Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Die Sonne scheint, wir scheinen alle und vor allem ein Kanal scheint göttlich und zwar RLP mit der Folge 130. So soll es jetzt weitergehen bei uns. Ich bin schon ganz, ganz, ganz dolle gespannt und ich würde sagen, wir machen eine Schalte rüber und starten. Nicht erschrecken, geht gleich mega los. Ich habe mir nur den Anfang angeguckt, den Rest habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich möchte mal wieder, möchte mich mal wieder ein bisschen überraschen lassen, liebe Freunde. Los geht's. Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir starten heute mit einem sehr bescheidenen Überholmanöver. Die Stelle ist gar nicht mal so schlecht einsehbar, aber man muss halt auch das Gaspedal finden. Okay, wenn jetzt hier schon 80 ist, übrigens, by the way, was viele nicht wissen, diese Kombination, wenn die 80 mit der S-Kurve zusammenstehen, dann bedeutet das nur 80 für diese S-Kurve. Wenn du aus der Kurve rauskommst, darfst du wieder beschleunigen, ich schätze mal auf 100, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es 50 ist. Oh, hier kommt eine S-Kurve, wir machen mal auf 80. Ich weiß, wird wieder irgendwo in Deutschland genau so ein Schild stehen oder so eine Schildkombination stehen und ihr werdet mir das jetzt hier in die Kommentare schreiben. Doch, gut, ich kenne es jetzt nicht. Heißt also, davor müsste eigentlich 100 gewesen sein und wir fahren hier schon mit 64 und jetzt wird überholt. In der Kurve, wo 80 ist. Und natürlich in der Kurve überholen, wissen wir ja, Blödsinn. Wir wissen nie, was aus der Kurve rauskommt. Und hier haben wir den beste Beispiel. Das hier ist schon echt ein starkes Stück. Nö, kaufe ich der Polizei nicht ab. Kaufe ich der Polizei nicht ab, muss ich so sagen. Für mich sah das aus, die waren nicht in Einsatz, haben überholt und haben dann gemerkt, oh verdammt, das wird knapp, wir machen mal Blaulicht an. Auf jeden Fall, wenn sie in Einsatz gewesen wären, hätten sie das Blaulicht angehabt. So kaufe ich denen das nicht ab. Das war jetzt auch mal, da hat sich der Polizist oder die Polizistin bisschen verschätzt, wieder eine Kurve überholt und hat dann Gegenverkehr gesehen und hat dann gesagt, ey, komm, mach mal Blaulicht an, dass der gewarnt ist. 100 pro. Der war auf keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen, der war auf keinen Fall im Einsatz. Scheiße, Digga! Junge! Polizei hin oder her, das geht nicht! Und da gebe ich unserem Einsender vollkommen recht. Ob das hier ein Einsatz war oder nicht, lässt sich natürlich nicht sagen. Aber mit solchen Überholmanövern rechnet natürlich absolut niemand, wenn das Blaulicht nicht an ist. Ja. Wir regen uns hier ja regelmäßig über die auf, die zu langsam auf die Bahn fahren. Die, denen es gar nicht erst schnell genug gehen kann, sind jedoch auch nicht besser. Über die Sperrfläche rüber. Erste Spur, mittlere Spur, ganz linke Spur. Und obwohl so viel los ist auf der Autobahn, ich weiß, es kann nerven, wenn vor uns jemand ist, der es nicht richtig schafft, auf die Autobahn draufzufahren mit der richtigen Geschwindigkeit. Aber so eine Aktion, über die Sperrfläche, 1, 2, 3 oder 2 Spurenwechsel, um auf die ganz linke zu kommen und bremst alle aus. Alle. Hier, seht ihr auf der linken Spur. Alle werden aus der Bremse. Hier komme ich. Motto dieses Skoda-Fahrers. Schreiblich. Ja, das siehst du ja gleich. Misstrauensgrundsatz. Sofort Misstrauensgrundsatz. Fährt hier rüber, gleich auf die Linke hinterher. Der will nur sich an seinen Zielpunkt zu bringen. Auf Teufel komm raus. So doof kannst du ja nicht denken. Ne? Alter. Hat der einen Rappel? Nee, ein Skoda. Nee, Skoda. Okay, bis dahin habe ich geschaut. Aber jetzt habe ich es wirklich nicht weitergeschaut. Aber nicht nur an Auffahrten klappt es oftmals nicht. Nein, so. Auch Abfahrten bringen gefährliche Situationen mit sich. Aber auf jeden. Das bedeutet auf jeden Fall, ist klar. Auf jeden Fall hat dieser LKW-Fahrer die Ausfahrt verpasst. Die kommen auch so plötzlich, wissen wir jetzt. Was macht er also? Ich befürchte, er will jetzt hier rechts anhalten, gucken, dass die Auffahrt frei ist und dann rückwärts fahren, um dann die Ausfahrt wieder zu nehmen. 100 pro. Und bremst. Was für eine Aktion, ja? Muss jetzt rüber auf die Linke, da kommt jetzt auch noch jemand. Muss jetzt, guck mal, wie weit er an der Bande ist. Dumm. Alter, was soll denn der Scheiß, Mann? Willst du dich nicht endlich anmelden? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Von dem bescheidenen Halb auf der Autobahn stehen bleiben mal abgesehen. Was ist denn jetzt bitte sein Plan? Sag ich dir, er fährt rückwärts und dann nimmt er die Ausfahrt. 100 pro.
oder er hat das vorgehabt. Unsere Ampel wird grün. Ein Glück, dass unser Einsender nicht schneller angefahren ist. Ich meine, wenn so ein Fußgänger über die Rote, das ist ja schon nervig, aber man sieht ihn rechtzeitig, man kann agieren. Beim Fahrradfahrer wird es schon problematisch, aber so ein E-Scooter, ich sage euch, die müssen weg. Frankreich, ist das Paris oder so, kommen die jetzt weg, diese die man mieten kann, die E-Scooter. Paris hat die Schnauze voll von den Dingern. Eigentlich war ja der Sinn gewesen, dass die Autofahrer mehr auf diese E-Scooter drauf, ja, und somit die Straßen ein bisschen entlastet werden. Nö. Autofahrer fahren weiter ein Auto. Ich kenne keinen Autofahrer, der sich einen E-Scooter nimmt. E-Scooter nehmen sich nur die Leute, die sowieso schon zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind und keinen Bock haben, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu fahren. Die nehmen sich dann E-Scooter. Genau die, die sich da draußen teilweise so benehmen, ja, und übertragen dann ihr Verhalten auf den E-Scooter. Also das Ding ging komplett nach hinten los. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Links im Bild taucht gleich ein LKW auf, der rot sieht. Sehr zulasten seiner Inneneinrichtung. Geil. Aufräumen in der Stube. Unser Einsender würde hier gerne selber schneller fahren, wird aber durch den PKW vor sich etwas ausgebremst, hält ab. Ja, jetzt, aber wir sind trotzdem dran schuld und hinten wird jetzt gedrängt. Stand zu ihm und überholt die Fahrzeuge auf der mittleren Spur. Nee, auf der mittleren sogar. Von hinten nähert sich derweil ein BMW mit Lichthupe und fährt extrem dicht auf. Als die Bahn dann endlich frei ist, gibt unser Einsender Gas, aber das geht dem BMW immer noch nicht schnell genug, sodass wir bei 160 km/h etwa einen Abstand von 5 Metern zwischen den Fahrzeugen haben. Was für in solchen Szenen wünscht man sich ja dann doch mal eine Zivilstreife herbei. Wenn ich den Bußgeldkatalog richtig lese, würde dem BMW-Fahrer mindestens mal Folgendes blühen. 428,50 € Strafe, 2 Punkte in Flensburg und ein 3-monatiges Fahrverbot. Und wisst ihr was? Ich würd's ihm gönnen. Wir werden gleich links von einem VW-Fahrer überholt. Das quittiert. Rechts wäre auch ein bisschen problematisch. Sorry. Der Ford-Fahrer vor uns mit der Hupe. Und plötzlich hat der VW-Fahrer es überhaupt nicht mehr eilig. Oh, jetzt wird belehrt. Ah, sehr schön, jetzt wird belehrt. Oh nein. Ich befürchte, das Spiel geht weiter. Wir nähern uns einem Zebrastreifen. Vor allem, ich bremse aus, ja, und der Rest der hinten, die muss. Okay. Hat man ja schon sehr häufig dieses Thema gehabt. Ne? So. Vollidiot, Alter. Bist du behindert, Alter? Das kann man ja sagen. Ja, warte mal, die sind ja nicht auf den Fußgängerüberweg. Alter, Digga, das gehört noch mit dazu. Punkt aus. Der kommt hier rumgeschossen. Ich könnte wetten, dass es 30 ist wahrscheinlich. Hier gerade in der Kurve mit dem Fußgängerüberweg. Vielleicht sehen wir das hier auch, wenn wir ranfahren. Nee, leider nicht. Was ist denn mit ihm? Vollidiot, Alter. Bist du behindert, Alter? Absolut. Was ein bekloppter Hof. Und stell mal vor, es gibt ja dann noch welche, die steigen ja nicht ab vom Fahrrad, ne, sondern die fahren mit dem Fahrrad rüber über den Fußgängerüberweg, sind also noch schneller. Ist auch eine schwierige Lage, der Fußgängerüberweg. Ja, in der Kurve. Aber trotzdem muss davor irgendwo ein Schild sein, dass man so Achtung oder runtergehen vor einem 30er oder sonst was. So, Freunde, weiter geht's. Oh, jetzt mal richtig schlecht. Und während es im letzten Clip definitiv der Autofahrer war, der Mist gebaut hat, ist es hier der Fußgänger. Das meine ich. Das siehst du in Berlin so oft jetzt. Ja, ihr müsst ja bremsen. Ihr müsst für uns Fußgänger bremsen. Und geht einfach stumpf rüber an alle Fußgänger da draußen. Das ist Blödsinn. Dann bräuchten wir ja keine Fußgängerampel mehr, kein Fußgängerüberweg mehr. Dann könnten wir ja alle hier kreuz und quer rüberlaufen. Und wenn du die Straße überqueren willst, guckst du links, rechts, ob Autos kommen. Wenn dir das zu spooky ist mit der Straße, dann läufst du weiter, bis eine Fußgängerampel kommt. Aber sowas, dass die Autofahrer, wenn der heilige Fußgänger die Fahrbahn betritt, sofort auf die Eisen gehen. Ey, wir sind nicht in Indien, ja? Ihr seid keine heilige Kuh. Ihr seid in der Wartepflicht. Punkt aus. Zeigt mir doch mal einen Auszug in der StVO, wo drinne steht, wenn der Fußgänger die Fahrbahn betritt, hat der Autofahrer oder Kraftfahrer sofort anzuhalten. Klar, bei der Gefährdung, ja? Aber nicht grundsätzlich.
Der Fußgänger darf überall rübergehen, wo er möchte. Der Autofahrer ist verpflichtet, grundsätzlich anzuhalten. Blödsinn. Jetzt muss der anhalten, natürlich, sonst wäre es eine Gefährdung. Der Große muss auf den Kleinen aufpassen. Das steht in der StVO drin. Ja. Aber dann über die Straße gehen, ja, du musst ja so auf mich aufpassen, du musst sowieso bremsen. Das ist nicht der Sinn. So wurde es nicht gemeint. Ah, könnte ich, merkt das schon? Krieg schon wieder Puls. Und jetzt gibt er rote Gas, oder? Seht ihr das? Jetzt gibt er rote Gas. Kreuzungsbereich wird sowieso nicht überholt. Ja, so, und dann auf die Gegenspur, Linksabbiegespur vom Gegenverkehr wird überholt und der Rote denkt sich, nö, und gibt Gas, oder? Na, das ist doch was für ein Sascha. Der bin ich zwar nicht, aber ich nehme den Clip trotzdem. Der ist übrigens noch nicht vorbei. Ja, jetzt wird hier, oh, sehr schön. Jetzt wird der Mercedes-Fahrer hat sich wahrscheinlich irgendwie über das Überholmanöver beschwert. Und jetzt guck doch mal, wie viel Zeit der Überholer plötzlich hat. Mann, da hätte er auch direkt dahinter bleiben können. Solche Leute kotzen mich sowas von an. Ich, ja, Mann. Freu dich doch, das ist für uns geiles Material. Geiles Material, um jetzt sich hinzusetzen und sagen, guck mal, so sehen Idioten aus, die sich nicht unter Kontrolle haben, die ein kaputtes, krankes Ego haben. Ja? So sehen die Leute aus. Erst komme ich und dann kommt ihr erst, der Rest. Da müsst ihr euch halt hinten anstellen. Und ich meine, Scheiße bauen und gleich danach belehren, super. Also genau mein Humor. Finde ich gut. Weit ihr fahren. Oh Mann. Was kosten hier super? Alter, 2,05 Euro. Wie alt ist denn das Video? 2,05 Euro. Wow, okay. Super E10. Die fliegt nicht mehr. Brauchst nicht hupen, die hört dich nicht. Ist eine Taube. Fuck. Pie. Alter. Wir werden gleich mal wieder eine nicht angekündigte Ausfahrt sehen. Da standen mit Sicherheit keine Schilder auf den letzten Kilometern, dass die kommt. Jetzt will er von ganz links, ja, will er die Ausfahrt nehmen. Ich bin gespannt. Gucken, was kommt. Ja, okay. Und nochmal, komm, da passt er rein. Sehr schön. Eine Rechtskurve, man sieht nichts. Was liegt da näher, als zum Überholen anzusetzen? Hä? Was? Was hat denn vorgehabt? Nicht nur den LKW überholen, sondern... Ja, als zum Überholen anzusetzen. Okay, und den PKW hier noch. Und ihn hat er hier auch noch überholt. Wer weiß, in welcher Position er in dieser Reihe hier war und wie viele Autos er schon überholt hat. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einmal wach werden, bitte. Boah, was war das denn für eine Reaktion, bitteschön. Boah. Wie kommt der denn auch aus von dem Parkplatz runtergeschossen? Nicht sehen, aber fahren. Hier ist zum Glück nichts passiert. War erlaubt, ne, hier runterzufahren? Also hier ist es erlaubt, runterzufahren. Von der anderen Seite wird es schon problematisch. Da darfst du hier nicht rum. Ne? So, da musst du geradeaus fahren. Schwierig. Fahrradweg, zwei Spuren. Und hier auch nochmal zwei Spuren. Also fünf Spuren insgesamt absichern, da sind manche schon überfordert. Digga. Einmal auf die falsche Ampel geguckt. Zack, Rotlichtverstoß. Achso, ist eine linksabbiege Spur. Die Pfeile sind ja auch fast identisch. Ne? Der zeigt direkt nach oben und er so leicht nach oben, schräg nach links oben. Also ist, ja, okay, ja. Leute, aber wenn wir schon mal nie mal schaffen, Pfeile zu erkennen. Anscheinend haben wir es ja schon schwer, Rot und Grün zu unterscheiden. Wenn wir jetzt noch nicht mal dazu die Pfeile unterscheiden können, haben wir echt ein großes Problem. Aber solch spezielle Anhaltekünstler kennt auch dieser Einsender hier.
wenn hier eine leere Straße ist, warum stelle ich mich direkt hier? Und das gehört noch zu dem Kreuzungsbereich. Es ist noch Kreuzungsbereich, halten, parken im Kreuzungsbereichen tabu. So. Hier. 3-4 Meter weiter wäre alles okay gewesen. Wenn ich mich langsam raustaste, sieht er mich schon und dann wird er ja schon anhalten. Das ist hier so miteinander. Ich weiß, dass ich keine Vorfahrt habe, darum taste ich mich auch langsam vor. Da kommt auch einer, aber wenn ich mich langsam vortaste, sieht er mich schon und dann bremst er und dann kann ich rausfahren. So habe ich das Gefühl, dass dieser Gedanke immer mehr, das ist beim LKW, wenn er an der Kreuzung steht, wo viel los ist und das versucht, ist das okay. Beim Bus, wenn er Zeitdruck hat und dann versucht, ein partnerschaftliches Verhalten zu bekommen, ist das okay. Aber jetzt einfach so, du siehst ja, dass ich blinke, bremst mal ab, lass mich mal machen, bitte. Hä? Funktioniert nicht. Boah, heftig, heftig. Wenn ich nicht sehe, wieso fahre ich so selbstverständlich hier raus? Was würde ich machen mit meinem Fahrschüler? Ich würde erstmal stehen bleiben und sagen, lass erstmal den LKW raus. Und danach haben wir eine bessere Sicht. Aber sowas? Ey, wie aus dem Lehrbuch, ehrlich. Zumal er auch einen gewissen Schwenkbereich hat, dieser LKW. Wieso stelle ich mich daneben hin? Ich würde den doch erstmal rausfahren lassen. Digga. Wurde hier heute schon mal jemandem die Vorfahrt genommen? Nö, lass mal sehen. Und das ist keine Vorfahrt, muss ich verbessern, es ist Vorrang. Vorfahrt ist immer mit dem Querverkehr, Vorrang ist immer in meiner Linie. Und das war Vorrang. Ja, sehr gut. Könnte man denken, passt doch. Arschloch! Jetzt haben wir abgeguckt. Warum? Nur nach rechts abgesichert. Das ist der letzte, danach kommt keiner. Super. Nicht nach links geguckt. Und fährt los. So, war doch wieder hervorragend, meine lieben Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, coole Kommentare drunter schreiben, da freue ich mich jedes Mal drüber. Ich kann nicht alle beantworten, aber ich lese mir so viel, wie es geht, durch. Vielen Dank. Euch noch eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Ich bin raus, euer Fahrlehrer des Vertrauens. Ding. Ach ja, hier noch, guckt euch hier noch ein paar Videos an. Hier, wir floppen die irgendwo auf. So, alles klar. Bis denne.